Hallo und herzlich willkommen zu einem Bahnstreik-Spezial der Consorsbank News. Ja, eigentlich wollten wir euch im neuen Jahr in einem neuen Look begrüßen. Nur dann kam leider die Ankündigung, 6 Tage Streik bei der Deutschen Bahn. Die GDL legt den Bahnverkehr in Deutschland lahm und verhindert, dass wir in der gewohnten Umgebung dann hier das Video aufnehmen können. Daher heute ein kleines Update aus meinem Homeoffice. Ja, ich habe es gerade schon erwähnt, die GDL möchte 6 Tage streiken. Das wird ernsthafte Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft haben. Das Institut für Wirtschaftsforschung geht davon aus, dass sich die Kosten für einen Streiktag bei rund 100 Millionen Euro belaufen werden. Und das Schlimme ist, dass sich das nicht linear ansammelt. Also es ist nicht einfach jeder Tag 100 Millionen mehr, sondern das steigt exponentiell an am Ende des Tages. Und das führt dazu, dass diese 6 Tage Streik, dass dieser Ego-Trip eines Gewerkschaftsvorsitzenden dann die deutsche Wirtschaft sogar bis zu 1 Milliarde Euro kosten kann. Ja, und das Ganze kommt natürlich zur Unzeit. Nicht nur, dass ganz, ganz viele Leute davon, ganz, ganz viele Pendler davon betroffen sind. Auch die deutsche Wirtschaft, wie gerade erwähnt, wird hart getroffen. Wir befinden uns eh in einem Umfeld, wo wir so im Bereich Rezession unterwegs sind, wo wir wahrscheinlich sogar noch in einer leichten Rezession sind. Und das wird jetzt natürlich durch diesen Streik bei der Deutschen Bahn nochmal verschärft. Es kommt darüber hinaus natürlich zur Unzeit, weil wir auch im Schiffsverkehr jetzt wieder Einschränkungen erleben. Durch die Situation im Roten Meer kommt es dort dazu, dass die Schiffe jetzt Umwege fahren müssen ums Kap der Guten Hoffnung, haben wir einmal unten um Afrika herum, um dann die Häfen in Europa bzw. in Asien zu erreichen. Das führt zu längeren Lieferwegen und auch zu gestiegenen Kosten. Auch im Binnenverkehr haben wir im Augenblick Probleme. Die Rheinbrücke bei Leverkusen, das ist eine wichtige Lkw-Achse, ist noch bis Anfang Februar gesperrt. Das heißt, es ist auch nicht so einfach, dann auch die Güter von der Schiene auf die Straße zu verlagern. Ja, und das Ganze weckt natürlich dann auch böse Erinnerungen an die Corona-Pandemie, wo ja diese Lieferkettenengpässe auch dazu geführt haben, dass Inflation so stark angestiegen ist, wie wir es dann erlebt haben. Und da stellt sich dann die Frage, erleben wir ein Wiedererstarken von Inflation? Flammt die jetzt wieder auf? Und was würde das für die Zentralbanken bedeuten? Müssten Zentralbanken dann vielleicht sogar sich von ihren Zinssenkungsplänen verabschieden und eher sogar wieder über Zinserhöhung nachdenken? Das hätte natürlich dramatische Auswirkungen auf die Aktienmärkte, die im Augenblick ganz klar Zinssenkungen einpreisen. Wir glauben, dass es noch zu früh ist, sich hierüber wirklich ernsthafte Sorgen zu machen. Denn zum einen ist der Streik, den wir hier in Deutschland sehen, erstmal ein nationales Phänomen, ein nationales Problem. Es ist natürlich für die deutsche Wirtschaft schlimm und kostspielig, so wie ich es gerade auch ausgeführt habe. Im internationalen Kontext spielt das aber erstmal keine wesentliche Rolle. Bleibt die Situation am Roten Meer? Zum einen ist davon auszugehen, dass sich die Situation dort innerhalb der nächsten Tage oder vielleicht Wochen entspannen sollte, sodass da vielleicht auch wieder Schiffsverkehr möglich ist. Zum anderen muss man sagen, denken wir, dass die Umwege, die da jetzt gefahren werden müssen, die führen natürlich zu Verzögerungen, die führen auch zu leichten Kostensteigerungen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass in den Häfen, so wie es während Corona war, die Container nicht beladen, nicht entladen werden konnten. Die Häfen sind voll funktionsfähig und können an- und auslaufende Schiffe dementsprechend abfertigen. Das ist halt dann auch genau eben der Grund, weshalb wir glauben, dass es eben nicht zu einer Wiederholung dieser sehr starken Lieferengpässe führen wird. Das als kleines Update zum Thema Bahnstreik und den Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft. Wir haben für das Jahr ganz, ganz viele spannende Themen für euch vorbereitet. Viele Neuerungen, auch im Design, im Look and Feel. Also wenn ihr da nichts verpassen wollt, dann abonniert bitte auch den Kanal, damit ihr immer über das neueste Video informiert werdet. Ich hoffe, ihr kommt gut durch den Streik. Ihr kommt trotzdem gut und sicher da an, wo ihr ankommen wollt. Und ich freue mich, wenn ihr dann auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin sage ich Tschüss. Consorsbank.